Haben Sie schon mal über das eigene Haus nachgedacht? Familie Leubingdorfer hat ihren Traum vom Eigenheim jetzt verwirklicht mit einem Wimberger Haus. Den Traum vom eigenen Haus, den hat sich Familie Leubingdorfer erfüllt. Inmitten von Pfarrkirchen sind sie auf ihr Traumgrundstück gestoßen. Und es war gleich klar, hier bleiben wir und hier wird gebaut. Meine Frau, die wollte immer ein Haus haben. Ich war eher so der Wohnungsmensch, wollten sie aber dann vergrößern, weil wir eben angedacht haben, eine Familie zu gründen. Haben halt dann nach Möglichkeiten gesucht, haben dann ein Grundstück gesehen, haben das Grundstück am nächsten Tag gekauft. Und dann ist es rangegangen, haben wir nach Häusern geschaut im Internet, was gefällt uns, welcher Stil würde uns gefallen und sind dann eben auf dieses Wimberger Haus gestoßen. Von Anfang an rundum zufrieden mit dem Planen, dem Ablauf und natürlich auch dem Bau. Auch 2 Jahre nach der Baustelle kann man nur in höchsten Tönen über den Ablauf sprechen. Also es hat wirklich super funktioniert von Anfang an. Mein Mann hat auch mitgeholfen. 5 Wochen, glaube ich, war er dabei. Ist auch eine schöne Erfahrung gewesen. Und ja, eigentlich, es hat wirklich nichts gegeben. Ein massives Haus aus Ziegel war den beiden wichtig. Und natürlich wurde auch alles gleich familienfreundlich eingerichtet. Denn schon bald zieht hier in Pfarrkirchen Nachwuchs ein. Natürlich für Kinder auch, weil wir gewusst haben, wir wollen Kinder haben, dass wir genug Platz haben für die Kinder. Wir wollten hier unten einen großen Raum, einen offenen Raum haben, wo einfach die Familie beieinander ist. Auch wenn man jetzt einmal getrennt ist, man ist doch im selben Raum. Genug Fläche für das Kind im Wohnzimmer zum Spielen, wenn wir im Wohnzimmer sitzen. Uns war wichtig, dass das Ganze modern ausschaut, aber meiner Frau war es dann wichtig, dass es innen auch wohnlich ausschaut, aber zumindest außen einen modernen Stil, also Flachdach und eher kantig. Wir haben 160 Quadratmeter, das ist eigentlich für uns die optimale Größe. Es ist nicht zu klein, nicht zu groß, passt einfach optimal. Das ganze Haus wurde nach den Wünschen der Familie Leubingdorfer gefertigt und belagsfertig übergeben. In manchen Bereichen konnten auch Freunde und Bekannte mithelfen, um möglichst schnell einziehen zu können. Für die Firma Wimberger Haus sowie für die Familie Leubingdorfer kein Problem. Und da muss man sagen, also wir haben so ein super Team gehabt. Ich habe Freunde auf der Baustelle gehabt, wir haben alle super Anweisungen gekriegt. Also es ist keiner unterfordert worden, keiner überfordert. Die haben einen Blick für das gehabt, wer kann was machen. Und jeden Tag pünktlich, jeden Tag gearbeitet. Und es hat geheißen, 5 Wochen brauchen wir waren in 4,5 Wochen fertig. Wir haben im April angefangen, sind Ende November sind wir heizogen. Ja, super, hat nichts gegeben. Bauen für die Zukunft und die eigenen 4 Wände nach seinen Vorstellungen gestalten. Familie Leubingdorfer hat es nie bereut, gebaut zu haben. Und das massiv mit Wimberger Haus. Weil eigentlich von der Beratung weg bis zu dem, wo wir am Schluss gefeiert haben mit einer, hat alles wirklich reibungslos funktioniert. Also ich würde es nie wieder hergeben, wir sind jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren drinnen und ich freue mich jeden Tag, wenn ich mit dem Auto rüberfahre, wenn ich es ausziehe. Super.